Hallo Freunde der Spielkultur, heute im Video Stronghold Warlords und alles, was ihr vom morgigen Release über das Spiel wissen müsst und ob sich ein Kauf nun wirklich lohnt. Stronghold Warlords ist wirklich schon der 7. Teil der Firefly Studios, der den Namen Stronghold trägt. Diesmal verschlägt es uns aber nicht, wie so oft bereits, ins Mittelalter, sondern in das vorchristliche China, in die Zeit der Tokugawa-Shogun und der Geburt des mongolischen Imperiums. In einer Kampagne auf 31 Missionen erleben wir die Geschichte Chinas ein wenig, die vielleicht nicht 100% akkurat ist, aber das war ja noch nie der eigentliche Sinn der Stronghold-Spiele. Schön hier bereits, dass es wie im klassischen Stronghold auch eine Wirtschaftskampagne von 7 Missionen gibt, in der es nicht unbedingt nur ums Kämpfen geht. Jede Kampagne wird eingeleitet von einem kleinen Intro und beendet mit einem kleinen Outro, dargestellt in der Spielgrafik mit einem papierähnlichen Filter. Diese Sequenzen sind nicht spektakulär, aber sind immerhin stilsicher. Wer grafisch ein aufwendiges Spiel sucht, ist bei Stronghold Warlords leider sowieso an der falschen Stelle. Die Grafik ist zwar nicht so schlimm, wie sie nach dem ersten Trailer damals kritisiert wurde, aber ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. Zwar strotzt das Spiel mit vielen kleinen Details, wie zum Beispiel die vielen Arbeiter, die ihrem Tagwerk nachgehen, und man diesen wieder im Gebäude bei der Arbeit zusehen kann, wie im allerersten Stronghold, aber in Kampfanimationen, Polygonanzahl der Figuren und Effekten könnte alles ein wenig runder sein. Immerhin ist das Gesamtbild immer rund. Und mit dem etwas umständlichen UI kann man sich auch noch heute anfreunden. Doch wie spielt sich Stronghold Warlords? Vor allem als Stronghold 1-Fan und damaliger Spieler fühle ich mich persönlich zurückversetzt in diese gute alte Zeit. Es sind wieder alle Mechaniken drin, die wir von damals kennen. Produktionsketten für Waffen, Zentrallager und zentralen Nahrungsmittellager, Wachstum der Bevölkerung durch Zufriedenheit, Zufriedenheitssystem, was auf Nahrung, Religion und neu Wohnsituation abzielt. Die Bevölkerung durch Gebäude einschüchtern oder doch ein guter Herrscher sein und Gebäude der Zufriedenheit aufbauen. Nur diesmal sind einfach alle Systeme etwas größer und erweitert worden. Und natürlich, last but not least, das Bauen seiner Abwehranlage bzw. Burg funktioniert immer noch so wundervoll einfach und schnell wie damals. Doch was ist wirklich neu im aktuellen Serienableger? Das sind zum Beispiel die Kriegsherren. Naja, die Warlords, weshalb Stronghold halt auch diesmal Warlords heißt. Jede sind auf der Karte verteilt und können von unseren Männern in Anführungsstrichen überredet werden, für uns in Zukunft zu arbeiten. Jeder Kriegsherr hat eine Spezialisierung und auf Basis dieser schickt er uns Nahrungsmittel, Soldaten oder Ressourcen als Unterstützung, wenn wir über ausreichend Diplomatiepunkte verfügen, welche übrigens auch eine neue Ressource ist und über besondere Gebäude generiert werden kann. Zum ersten Mal heißt es in Stronghold, zeig mir, wie du wohnst und ich zeig dir, wie happy ich deshalb bin. Der neue Komfortwert von Gebäuden gibt uns einen Zufriedenheitsbonus, der taktische Auswirkungen hat. Denn ich entscheide, ob ich einfach viel Bevölkerung gerade brauche, in billig und schnell, oder von Anfang an auf etwas schönere Häuser setze, um, ja, die Bevölkerung zufriedener zu haben und mehr Steuern einnehmen zu können. Oder vielleicht doch einfach nur den Mittelweg gehe, um dann überhaupt keine Probleme damit zu haben. Auf jeden Fall eine schöne weitere Neuerung für die anderen Systeme, die sich auch erweitert haben, mit mehr Nahrungsquellen, mit Kleidung, mit Tee und natürlich auch mit bedeutend mehr Einheiten als in den früheren Stronghold-Teilen. Stronghold Warlords kommt mit der anfänglich erwähnten Kampagne von 31 Missionen, einem Tutorial, Scharmütze gegen die KI, einen freien Bauen-Modus, in dem man dann ganz entspannt seinen Traum bauen kann und sich alle Systeme anschauen kann, Multiplayer und einem Map-Editor an den Start. In meiner Testversion ist der Map-Editor leider noch nicht verfügbar gewesen, aber zukünftig soll es möglich sein, Karten zu erstellen und diese über den Steam-Workshop auch zu teilen. Der Multiplayer bietet von Anfang an 9 offizielle Karten und Spiele mit bis zu 8 menschlichen Spielern oder KI-Gegnern. Die Anzahl der Karten mag überschaubar sein, aber mit kommendem Map-Editor wird die Community schnell den Kartenpool erweitern. Wirklich gelungen sind die erweiterten Einstellungen für den Multiplayer. Hier kann man einiges justieren, No-Rush-Zeiten einstellen, Handel erlauben oder verbieten und besonders erwähnenswert ausstellen, dass Mauern nur von Belagerungsgerät zerstört werden können. Und diese sogar auch noch verstärken, damit Belagerungen letztendlich wirklich anspruchsvoll werden für alle Spieler. Das neue Stronghold ist vielleicht kein herausragendes Spiel geworden, aber eine gute Botschaft an Fans der Serie. Nachdem ich Stronghold 1 und Stronghold Crusader vor so vielen Jahren intensiv gespielt habe in meiner Jugend, hat meines Erachtens Firefly Studios es endlich wieder geschafft, nach Jahren der Fehlgriffe wieder mehr auf Kurs zu kommen und die Stärken der Serie wieder hervorzuheben.
Auch wenn Stronghold Warlords an manchen Ecken noch etwas ungeschliffen wirkt, die Karten vielleicht etwas klein sind, das UI nicht perfekt ist, ist der Titel, der am ehesten an die besseren ersten beiden Stronghold-Spiele heranreicht. Und ja, das auch noch besser als alle nachfolgende Veröffentlichungen, die Firefly Studio gebracht hat dann. Natürlich ist das gewählte Setting nicht jedermanns Sache. Aber über Setting, seien wir mal ehrlich, darüber kann man immer streiten.